Willkommen zu Star Citizen und dem Guide für den Greycat Rock. Nicht nur für Einsteiger bietet der Rock eine solide und sichere Einnahmequelle. Auch für Veteranen bietet es sich an, einen Rock mit einzupacken und einige extra USC zu verdienen. Aber wir zeigen euch auch, wie ihr als absolute Anfänger mit nur 5000 Alpha USC Startkapital loslegen könnt und euch so in kurzer Zeit nicht nur den Rock, sondern auch passende Transportschiffe und mehr damit kaufen könnt. Den Rock könnt ihr entweder für knapp 170.000 Alpha USC auf Lawville bei New Deal im Spiel kaufen oder ihn aber als Einsteiger zunächst für einzelne Tage ausleihen, denn das kostet euch nur knapp 4.000 Alpha USC pro Tag. Hierzu besucht ihr einfach ein Raffineriedeck auf einer dieser Stationen und könnt im Anschluss den Rock dann direkt an einem Außenposten spawnen. Ihr benötigt also erstmal nichts weiter. Denn an den verschiedensten Außenposten findet ihr blaue Fahrzeugpads sowie daran angeschlossen mit einer blauen Antenne das Fahrzeugterminal, wo ihr den Rock direkt anliefern und spawnen könnt. Zudem findet ihr mit einer orangenen Antenne das Verkaufsterminal, um später eure eingesammelten Edelsteine direkt zu Geld zu machen. Der Rock erscheint nach dem Liefern in nur wenigen Sekunden direkt auf dem Fahrzeugpad und ihr könnt gleich Platz nehmen. Allerdings solltet ihr zwingend einen Raumanzug tragen, da die Kabine des Rock offen ist und ihr der Witterung ausgesetzt seid. Und da wir zunächst ohne ein passendes Transportschiff starten, nutzen wir mit der Tab-Taste den eingebauten Scanner des Rock, um Rohstoffe zu finden. Hier interessieren uns Treffer mit bis zu 3000 Meter Entfernung, welche wir dann anfahren, indem wir mit den WASD-Tasten den Rock steuern. Und hier gleich ein Tipp. Der Rock hält extrem viel aus und auch Sprünge über riesige Klippen und Meer übersteht er problemlos. Allerdings solltet ihr hierzu den Mining Arm nicht ausfahren, aber dazu gleich mehr. Zudem solltet ihr die Richtung, aus der ihr losgefahren seid, im Auge behalten, um später wieder zurückzufinden. Mit weiteren Scans durch die Tab-Taste gelangen wir in unser Ziel, wobei die Scanner-Treffer sich erst in weiße und dann blaue Edelsteinsymbole ändern. Jetzt können wir mit einem Druck auf die M-Taste den Mining-Modus starten, um dann mit der Maus den Mining-Arm auf ein Vorkommen zu richten, wodurch ein detaillierter Scan gestartet wird und wir so alle Infos zum Material erhalten. Im linken Hard haben wir zudem eine Entfernungsanzeige, welche wir durch Bewegen des Rock auch im grünen Bereich halten. Durch die linke Maustaste starten wir dann den Mining-Laser und wir können mit dem Halten der linken Alt-Taste sowie durch das Mausrad die Energie variieren, um das Ladelevel des Steins zu erreichen. Hier bleiben wir in jedem Fall unter dem roten Bereich, da sonst Schäden bis hin zu unserer Zerstörung möglich sind. Ist der Stein geknackt, zerspringt dieser in kleine Edelsteine, die wir nach einem Klick auf die rechte Maustaste und einem erneuten Starten des Lasers mit dem lila Strahl dann einsammeln können. Zudem könnt ihr auch an der Farbe des Steins erkennen, ob dieser genug Energie aufgenommen hat, bis er dann diese Energie mit einem Zerplatzen und Freisetzen der wertvollen Materialien beendet. Euer Rock hat 0,8 SU Ladekapazität, was unzähligen Vorkommen entspricht, wobei wir zunächst vor allem ohne ein Transportschiff versuchen, möglichst effektiv abzubauen und zeitnah zu verkaufen, um uns so ein Transportschiff leihen oder kaufen zu können, was dann die Ausbeute deutlich erhöht. Daher machen wir uns erst einmal wieder nach dem Abbauen und Einsammeln aller in der Nähe befindlicher Rohstoffe auf den Rückweg, wo wir auch unseren Rock gespawnt haben. Denn dort befindet sich auch ein Verkaufsterminal, wo wir unser Material direkt zu Geld machen können und schon so nach kurzer Zeit genug verdient haben, um uns den Rock dauerhaft zu kaufen oder uns ein Transportschiff hierfür zu erwirtschaften. Und auch hier müsst ihr nicht übervorsichtig sein, da der Rock auch mit Ladung beinahe unzerstörbar ist. Aufpassen solltet ihr allerdings bei Beschuss oder beim Rammen anderer Fahrzeuge. Und noch ein Tipp, die Ladung eures Rock ist für jeden von hinten an der Box zugänglich. Zieht daher zum Verkaufen eure Ladung zunächst ins sichere lokale Stationsinventar, welches automatisch erscheint, wenn ihr in Reichweite seid. Glückwunsch, ihr habt es geschafft und seid zertifizierter Rocker. Am Terminal könnt ihr dann letztlich aus eurem lokalen Inventar oder direkt aus dem Rock die Steine verkaufen. Und habt ihr genug angespart, empfehlen wir euch ein Upgrade. Und zwar die Nutzung eines Schiffes, welches den Rock transportieren kann, denn damit erhöht ihr eure Reichweite und könnt schneller abbauen und damit euren Gewinn drastisch steigern. Wir empfehlen euch hierfür das günstigste Schiff, die Nomad für knapp 1 Million USC oder nachfolgend die Cutlass Black oder eine Freelancer, welche ihr alle direkt im Spiel kaufen könnt. Zudem bieten diese Schiffe natürlich weit mehr Features als nur die Möglichkeit, einen Rock zu transportieren. So starten wir mit unserem eingeladenen Rock und nutzen wieder die Tab-Taste, um mit dem Schiffscanner nach Material zu suchen.
Hier interessieren wir uns wiederum nur für Treffer innerhalb von 3 Kilometer, da weiter entfernte Ziele zuallermeist Materialien für Bergbauschiffe sind. Und ein weiterer Tipp: Öffnet aus eurem Cockpit euren Laderaum oder fahrt den Fahrstuhl mit eurem ROG bereits herunter, da ihr so bei einer Landung sehen könnt, ob ihr den ROG aus und vor allem nach getaner Arbeit wieder einladen könnt. Ansonsten könntet ihr mitten im Nirgendwo stranden und nicht in euer Schiff zurückgelangen. Nachfolgend könnt ihr dann wie gewohnt die Vorkommen abbauen. Wobei wir euch empfehlen, möglichst nach Hadanitquellen zu suchen, da diese einen erheblich höheren Verkaufswert haben als andere Materialien und so in jedem Fall zu bevorzugen sind. Und nach getaner Arbeit fliegen wir erneut einen Außenposten an und können wiederum unser Material verkaufen. Und hier noch ein Tipp für Veteranen. Ihr könnt mit eurem ROG auch direkt aus einem Schiff abbauen, wenn der Pilot die Schilde deaktiviert und euch ruhig vor den Vorkommen halten kann. So könnt ihr dann erneut viel Zeit sparen und seid nicht schutzlos in eurem ROG, solltet ihr angegriffen werden. Aber wo finden wir die höchste Dichte an wertvollen Materialien? Hierfür empfehlen wir euch sc-trade.tools, wo ihr mit einem Klick auf Mining und der Auswahl auf Bodenfahrzeuge einen Index erhaltet, auf welchem Mond und welchem Planeten sich die höchste Dichte an wertvollen Materialien findet. Auf SC Trade Tools findet ihr allerdings nicht nur Infos zum Bodenmining mit Fahrzeugen, sondern auch fürs Schiffsmining, Handmining, die komplette Handelsmechanik sowie auch für den gesamten Salvaging-Bereich. Und abschließend noch ein Hinweis zum ebenfalls verfügbaren ROG DS, einer zweisitzigen und größeren Variante. Dieser lohnt sich aktuell kaum, da zum einen deutlich größere Schiffe zum Transport nötig sind und die abbaubaren Materialien die gleichen bleiben. Hier empfiehlt es sich eher für zwei Spieler, zwei einzelne ROGs zu nutzen.